mal wieder einen Tag für euch, und zwar den I Love Drugstore Makeup Tag, zu dem mich die liebe Nitastic hier auf YouTube getaggt hat. Und ich fand es sehr passend, weil, ihr wisst ja vielleicht, ich mag eher so Drogerieschminke und bin nicht so die High-End-Tante. Und deswegen dachte ich, es könnte ganz interessant sein, wenn ich die Fragen mal beantworte. Und wenn ihr darauf Lust habt, dann bleibt jetzt einfach dran und ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video. Was ist deine liebste Drogeriemarke? Und so nach einem kurzen Überlegen bin ich relativ schnell zu dem Entschluss gekommen, dass es bei mir Catrice ist. Also Catrice ist für mich wirklich so die Marke, bei der ich eigentlich immer was finde, bei der ich auch aus jeder Kategorie was habe, mit dem ich sehr zufrieden bin. Klar, ich benutze nicht jeden Tag Full-Face-Make-up Catrice, aber so, wenn ich mich für eins entscheiden muss, dann würde ich schon sagen, ja. Da finde ich bestimmt einfach irgendwie das Preis-Leistungs-Verhältnis. Ich weiß auch nicht. Ich mag die Marke sehr gerne. Die zweite Frage lautet, was ist dein liebstes Gesichts-, dein liebstes Wangen- und dein liebstes Lippenprodukt? Und das war für mich nicht so schwierig. Mein liebstes Gesichtsprodukt ist für mich sonnenklar und für euch wahrscheinlich auch. Und zwar ist es die L'Oreal Nude Magic BB Cream. Und diese BB Cream ist einfach so mein heiliger Gral, könnte man sagen, wenn es mal schnell gehen muss. Gerade vor der Uni benutze ich die sehr gerne. Wenn ich keine Zeit und keine Lust habe, mit Foundation, Buffer und Pinsel und Schwämmchen und was weiß ich was, Foundation aufzutragen. Also da finde ich einfach diese BB Cream wirklich super spitze. Trägt man kurz auf wie eine Gesichtscreme und die schmiegt sich so der Haut an. Also ich habe die schon tausendmal erwähnt, habe eine Review über die gedreht, wenn sie euch interessiert. Ich verlinke sie euch mal unten in den Infos, ist schon eine ganze Weile her, aber ist ja egal. Das ist auf jeden Fall unangefochten mein liebstes Gesichtsprodukt. Mein liebstes Wangenprodukt im Moment, also das ändert sich bei mir immer, je nachdem wie ich gerade Lust habe und so. Aber im Moment gerade habe ich auf was zurückgegriffen, was ich schon lange nicht mehr beachtet habe. Und zwar ist es ein Bronzer aus der Hip Trip LE von Catrice. Auch wieder Catrice, ne? Ist einfach ein matter, brauner Bronzer. Er sieht jetzt hier ein bisschen orangestickig aus, aber er ist es wirklich nicht. Und er ist matt, also er gefällt mir sehr gut. Und was ich damit gerne mache, ich konturiere mein Gesicht nicht, sondern trage den einfach nur an den Seiten auf. Also ich weiß gar nicht, ob ihr das jetzt so in der Kamera überhaupt erkennen könnt. Soll man auch nicht wirklich erkennen können, sondern ich möchte einfach, dass man so diese sommerliche Bräune schon mal ins Gesicht bekommt, wenn es draußen noch so ein bisschen unsommerlich aussieht. Aber ich mag es nicht, wenn man so blass um die Nase wird. Und deswegen habe ich den jetzt wirklich jeden Tag in letzter Zeit getragen. Habe ich euch auch schon in meiner Foundation-Routine gezeigt. Und ist deswegen im Moment mein liebstes Wangenprodukt. Und mein liebstes Lippenprodukt ist auch sowas. Ich weiß nicht, es kommen immer neue Lippenstifte raus, neue Lipglosse und dann findet man neue Sachen toll. Aber etwas, was ich wirklich weiß, dass ich es für immer und ewig cool finden werde und was wirklich zu jedem Look passt, also unangefochten zu jedem Look, ist mein P2 Perfect Lips Mood Balm. Ja, mir fehlen hier gerade ein bisschen die Worte. Das ist einfach wie ein Lippenpflegestift, könnte man sagen, der so ganz leicht Farbe abgibt und im Prinzip aber nur die natürliche Lippenfarbe verstärkt, ohne dass es irgendwie so unnatürlich aussieht oder irgendwie zu vollgeklatscht. Wenn man zum Beispiel schon ein starkes Augen-Make-up hat, dann kann man halt nicht so eine knallige Lippenfarbe immer tragen, also je nach Anlass natürlich, aber das ist einfach was, was wirklich immer geht. Kann man in die Schule tragen, kann man zur Uni tragen, kann man zur Arbeit tragen, könnte man aber auch abends tragen mit einem Smoky Eye. Also deswegen ist dieser Perfect Lips Mood Balm, oh mein Gott, irgendwie will mir das Wort nicht über die Lippen kommen. Mein absolut liebstes Lippenprodukt aus der Drogerie. Frage Nummer 3 ist, was ist das deiner Meinung nach schlechteste Drogerieprodukt? Und da bin ich so ein bisschen durch mein Zimmer gelaufen, habe meine Schubladen durchgeschaut und auch meine Regale. Und ihr wisst ja, ich habe hier eine neue Schminkecke und deswegen habe ich auch tatsächlich ausgemistet und habe all das, was ich scheiße fand, weggeschmissen. Bis auf eine Sache, die ich dann gefunden habe und gemerkt habe, die finde ich eigentlich richtig schlecht. Ich habe sie aber immer noch. Und zwar ist es ein Haarprodukt. Es ist das Got2be Strandnixe texturierendes Salzspray. Das schlechteste Drogerieprodukt, das ich besitze. Und wenn ihr meine Videos schon lange verfolgt, dann habe ich das mal in einem Haul gezeigt. Und ihr habt mich nach einer Review gefragt und ich habe nie eine gemacht, weil ich es einfach so schwierig finde und damit nicht umgehen kann. Es kann sein, dass es einfach meine Talentlosigkeit ist in dieser Hinsicht, aber ich mag es einfach nicht. Es ist einfach doof. Vielleicht kann ich generell mit diesen Salzsprays nicht umgehen. Vielleicht liegt es an diesen.
Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall mit meiner derzeitigen Frisur, mit diesen kurzen Haaren, wenn man sich das reinsprüht und dann drehe ich mir die Haare sogar ein und föhne sie mir und ich sehe danach einfach echt aus wie ein Besen. Jetzt mal kein Witz, ich sehe wirklich aus wie so ein geplatztes Kissen. Die Haare werden so abstehend, aber nicht in schönen so Strandwellen, sondern irgendwie so in so frizzigem Chaos auf meinem Kopf. Und gleichzeitig werden sie so verklebt, fühlen sich ganz, ganz grauenhaft an. Und ja, also ich benutze das wirklich nie, mal einmal, weil ich dann denke, wow, es könnte klappen. Aber dann klappt es doch nicht. Die vierte Frage ist, was ist das beste Schnäppchen aus der Drogerie? Und das ist für mich auch eine ganz klare Antwort. Catrice Nagellacke. Ich habe von denen so viele. Also das hier sind noch lange nicht alle. Und ich finde Catrice Nagellacke sind einfach ein super Schnäppchen. Ich meine, sie kosten 3,95 Euro. Da werdet ihr jetzt erstmal sagen, das ist doch kein Schnäppchen. Aber wenn man sich mal so umschaut, was Qualität im Vergleich zum Preis angeht, dann finde ich, sind diese hier wirklich ein absolutes Must-Have. Ich bin der totale Fan von den Catrice Nagellacken. Ich trage auch jetzt wieder ein. Das ist die Farbe 26 Raspberry Fields Forever. Und das ist so ein Pinkrot. Ich habe das mit dem Essence Gel Nails at Home Ding aufgetragen, was auch übrigens super, super toll ist, aber nicht wirklich ein Schnäppchen ist. Aber auf jeden Fall, diese Lacke, das ist eine Schicht, das müsst ihr euch mal geben. Also mit keinem anderen Nagellack dieser Welt, beziehungsweise mit keiner anderen Marke, die ich besitze oder auch aus der Drogerie, kann ich in einer Schicht aus dem Haus gehen sozusagen. Und das geht bei mir nur mit Catrice. Und ich weiß nicht, ich finde einfach, die halten bei mir lange, die haben eine tolle Deckkraft, die haben eine geniale Farbauswahl, die trocknen schnell. Was will man mehr? 3,95 Euro ist so gesehen für diese ganzen Gegebenheiten nicht viel. Deswegen, ja, also neben allen reduzierten Sachen, die es dann mal gibt, sind für mich auf jeden Fall Catrice Nagellacke das absolute Schnäppchen in der Drogerie. Frage Nummer 5, dein liebstes Underdog-Produkt. Und das ist für mich eins, was ich selber immer unterschätzt habe und mir jetzt gekauft habe und erstmal gemerkt habe, wie geil das überhaupt ist. Und zwar ist das der Catrice Liquid Liner in Waterproof. Ich weiß nicht, warum ich den nicht schon früher gekauft habe. Also mit dem kann wirklich jeder Mensch auf dieser Welt einen Eyeliner ziehen. Jeder, der mit Gel-Eyeliner nicht umgehen kann und eigentlich am liebsten mit diesen Stift-Eyelinern arbeitet, die aber ja leider Gottes immer wieder austrocknen, ist der hier einfach super, super ideal. Ich trage den auch heute. Es geht einfach so schnell vor der Uni mal einen Eyeliner gezogen. Ist einfach überhaupt kein Thema mehr. Im Gegensatz zu eben Gel-Eyeliner, der einfach so ein bisschen Übung und Konzentration benötigt. Deswegen ist das auf jeden Fall was. Ich sehe den einfach nicht oft genug auf YouTube sozusagen. Und deswegen finde ich, ist dieses Produkt so ein bisschen unterschätzt. Ja, ich kann es euch auf jeden Fall sehr ans Herz legen, wenn ihr einen guten Eyeliner sucht. Frage Nummer 6. Was ist deiner Meinung nach ein überteuertes Drogerieprodukt? Und das kommt natürlich immer so ein bisschen auf die Marke an. Ich finde generell, dass L'Oreal nicht gerade günstig ist. Also ich glaube, die BB Cream kostet so um die 10 Euro. Wobei ich da finde, dass sie ihr Geld wert ist, weil ich sie sehr, sehr gerne mag. Es wird jetzt aber Mitte April ein Produkt rauskommen. Und zwar ist das die Nude Magic Blur Cream. Und ich habe die vorab zugeschickt bekommen, um sie testen zu können. Und ich mag sie auch wirklich sehr gern. Das ist ein Primer, den ihr unter eure Foundation gebt. Das Hautbild oder generell das Hautgefühl wird sehr, sehr weich. Also ist so wie so ein samtiger Film auf der Haut. Dadurch hält eure Foundation besser. Die Poren werden so ein bisschen verkleinert. Und ja, eure Haut sieht einfach ebenmäßig und toll aus. Aber das gibt es halt auch von anderen Marken. Beziehungsweise es ist nichts, was unbedingt notwendig ist und es kostet 12 Euro. Und das finde ich halt echt ein krasser Preis. Also es hat zwar so schon einen Effekt, aber ich finde, man braucht es nicht unbedingt und mit 12 Euro ist es definitiv zu teuer. Für mich zumindest. Die siebte Frage lautet, was ist das deiner Meinung nach beste Drogerie-Dupe? Und ich habe selber nicht so viele teure Sachen, als dass ich sagen könnte, wo hier irgendwelche Dupes sind. Und ich habe auch keine teuren Lippenstifte, dass ich irgendwie da welche raussuchen könnte. Ich glaube, da gibt es einige. Aber wo ich wirklich finde, dass es sich sehr ähnelt, ist dieser Nagellack von Essence. Das ist die Farbe 146, That's What I'm Mint. Und wenn ihr mal im Laden schaut, sieht das wirklich O-Ton aus wie Mint Candy Apple von Essie. Kostet aber natürlich irgendwie nur ein Siebtel davon, so ungefähr. Und ich finde einfach, dass die Farbe wirklich die allerselbe ist. Vielleicht, manche sagen, die Qualität ist nicht dieselbe, wobei ich sagen muss, bei mir hält Essie auch nicht länger als einen Tag. Irgendwie habe ich da Pech. Also, ja, mit einem guten Topcoat oder mit den Gelnägeln seht ihr damit auf jeden Fall aus wie mit Essie.
Und dann noch was, was ich so auch jetzt selber nicht bestätigen kann, weil ich die teure Version nicht habe. Habe ich aber von der lieben Nihan gehört, dass die Catrice Glamour Doll Mascara sein soll wie die Baby Doll Mascara von Lancôme. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, aber auf jeden Fall soll wohl diese Mascara mit diesem kleinen Gummibürstchen von Catrice sein wie eine teure Mascara. Und ja, also ich glaube, das sind so die beiden Dupes, die ich jetzt bei mir daheim habe und euch auch auf jeden Fall beide so empfehlen kann. Und die achte und auch letzte Frage ist, was ist deiner Meinung nach ein Produkt, was den Hype nicht wirklich wert ist? Und ich habe mich da auch mal so ein bisschen umgeschaut. Und muss einfach sagen, ich weiß, ich werde mich jetzt mit dieser Aussage wieder sowas von unbeliebt machen bei einigen. Aber es tut mir leid, es ist einfach meine Meinung. Es sind die Essie-Nagellacke. Schlagt mich nicht. Ich weiß, dass ganz viele von euch die Essie-Nagellacke super, super lieben. Und das ist ja auch vollkommen okay. Also es ist ja wirklich wieder nur meine Ansicht. Vielleicht hatte ich auch immer nur Pech mit der Qualität, also dass ich Montagsprodukte erwischt habe. Aber ich muss sagen, für 8 oder 9 Euro oder was die Teile kosten, sind sie einfach nicht viel besser als der Rest. Ich finde zum Beispiel, dass einfach meine Catrice-Lacke viel besser sind. Ich weiß nicht, ich kann mit keinem Essie-Lack, den ich besitze, in einer Schicht irgendwie gehen, sondern es braucht immer 2, teilweise sogar 3 Schichten. Sie trocknen viel zu langsam, finde ich, und sie splittern bei mir wirklich nach 1 oder 2 Tagen ab. Ganz egal, was für ein Topcoat ich drüber mache. Und das finde ich ist halt einfach frech für den Preis. Ich weiß, ich hebe hier jetzt auch einen hoch und den habe ich mir auch gerade vor kurzem gekauft, weil ich auf der vergeblichen Suche nach Fiji war, weil ich die Farbe wahnsinnig schön finde. Und da wiederum gibt es keine vergleichbare so, finde ich. Und dann habe ich diese hier gesehen und ihr wisst ja, Rosa und ich, das ist einfach Liebe. Und ich musste den einfach kaufen, weil ich deprimiert war. Und ich mag diese Farbe auch total gerne und ich hatte den jetzt auch eine Woche drauf, lag aber wieder nur an den Essence-Gelnägeln. Und ja, also in der Kombination finde ich diese Nagellacke dann natürlich auch super schön, aber ich finde einfach, dass sie viel zu teuer sind und dass da wiederum dann das Preis-Leistungs-Verhältnis einfach nicht stimmt und deswegen sind die für mich den Hype leider nicht wert. Und das war's wieder mit dem Video. Also das waren meine Antworten zu den 8 Fragen. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat und irgendwie interessant war. Wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr mir auch eure Antworten zu der einen oder anderen Frage unten in den Kommentaren lassen. Und dann möchte ich jetzt gerne noch ein paar Leute taggen. Und zwar zum einen würde es mich sehr interessieren von der Mona, also Peach Galore auf YouTube. Es würde mich sehr interessieren, was so deine Antworten sind. Dann würde ich gerne die Saskia taggen, also Wonderwall auf YouTube. Dann die Diana, die Fashion. Und zu guter Letzt noch eine YouTuberin, deren Videos ich sehr gerne mag, die meiner Meinung nach viel, viel mehr Abonnenten verdient hat. Und bei der ich mir aber gar nicht wirklich sicher bin, ob sie so Make-up-Videos macht. Ich habe noch nicht wirklich viele gesehen. Die Rede ist von Jaco Wusch auf YouTube, ja. Dich würde ich auch sehr gerne taggen und ich würde mich freuen, wenn ihr alle mitmacht. Und dann war es das jetzt wirklich wieder mit dem Video und wir sehen uns dann am Samstag wieder. Bis dann! Ciao!